Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Tobias und wir haben Pfingstwochenende und ich wollte unbedingt mal wieder raus in die Natur, ein bisschen was zu essen machen, eine Tarpkonstruktion ausprobieren und ein bisschen wandern gehen, ein bisschen das schöne Wetter genießen. Der Sommer kommt jetzt langsam auch hier in Norwegen durch. Ja, ich befinde mich hier in Silling, bin schon ein bisschen gewandert, ein bisschen spazieren gegangen hier entlang des Fjords. Und ja, mal gucken, was wir hier so finden. Es sind 22 Grad draußen. Ich habe wieder viel zu viel mitgenommen. Aber es ist ja meistens so, wenn man noch ein bisschen extra Ausrüstung mit hat, die man ausprobieren möchte und so. Naja, kann ja nicht schaden, ne? Hätten wir hier oben auf dem Plateau irgendwo einen Lagerplatz suchen und da mein Tarp aufbauen und mal gucken, ob ich einen schönen Platz finde. Ich brauche eine relativ flache Ebene. Mal sehen, ob ich hier was finde. Ja, hier habe ich schon mal einen Lagerplatz gefunden, aber hier ist ein bisschen wenig Platz, finde ich. Ich habe ja einen 3x3 Meter Tarp, das würde hier gerade so hinpassen. Ich war eigentlich auf dem Weg zu einem Strand, bin aber falsch abgebogen und schön den Berg runtergelaufen und bin nachher am Ufer gekommen, habe gesehen, da liegen nur ein paar Steine, sonst kommt man da nicht weiter. Jetzt muss ich den ganzen Weg wieder zurück. Ich bin erstmal wieder runtergeklettert und ein bisschen ans Wasser. Hier ist auch ein bisschen kühler, hier ist nicht so warm und hier ist ein bisschen mehr Wind und so. Und hier will ich erstmal eine kleine Pause machen und dann werde ich später wieder hoch auf den Berg und dann werde ich mir dann später ein Lager suchen. Ja, ganz cool. Auf den Wanderwegen sind hier überall so eine kleinen Schilder aufgestellt mit verschiedenen Pflanzen und so, wo man die findet und was die können und was sie für eine medizinische Wirkung haben und sowas. Überall auf den Wanderpfaden. Ganz cool gemacht für die Kinder und so, dass sie ein bisschen was lernen, wenn sie in der Natur sind. Ich bin wieder auf dem Weg nach oben in die Berge. Da unten am Strand sind viel zu viele Menschen. Da gibt es auch einfache Wege, wie man unten zum Strand kommt. Heute ist natürlich schönes Wetter draußen, 22 Grad. Da wollen natürlich alle raus. Ja, aber oben in die Berge hat keine Lust hinzugehen.
Und da werde ich mich verpieseln und mir mein Lager aufbauen. Hier wachsen richtig schöne dicke Birkenpilze. So, wieder oben angekommen. Und jetzt werde ich mir hier irgendwo ein Lager suchen. Ja, hier habe ich ein schönes kleines Lagerplätzchen gefunden. Hier ist so ein schöner Steinwall. Da ist man schön geschützt. Ich bin hier ziemlich weit oben. Und auch viele Büsche und so. Weit ab von den Wanderwegen, die hier lang gehen. Ja, hier werde ich mir mein Lager aufbauen. Carinthia 4 Schlafsack. Das ist eigentlich ein Winterschlafsack. Aber ich habe mal lieber einen dickeren mitgenommen. Ich weiß nicht, wie kalt das heute Nacht wird hier oben. Ja. Das ist mein Schlafsetup. Mein Tarp. Den ganzen Bösen hier dran. Dann habe ich noch eine Unterlegfolie, so eine Isolationsfolie ist das, die lege ich auf den Boden. Meine Luftmatratze, Expert Downmat 7M, eigentlich auch für den Winter gedacht, aber kann ja nicht schaden. Ne? Und den Carinthia Defense 4. Feierring habe ich auch mitgenommen. Jetzt starte ich von der mittleren Öse, nämlich die zweite von den beiden Seiten, und mache die als erstes fest. Hier auf der anderen Seite auch. So, hier vorne kommt der Eingangsbereich. Ziehe ich die hier hoch und mache den ungefähr hier drin, auf der gleichen Höhe von dem. Den um zu stabilisieren. Jetzt hier noch einen passenden Stock suchen, der hier in der Mitte kommt. Je nachdem, wie hoch ich das haben will. Und dann sind wir auch schon fast fertig. Damit ich meinen Tarp nicht kaputt mache, werde ich jetzt hier noch das bisschen abstumpfen, damit ich hier keine scharfen Kanten habe. Weil da sitzt dann ja das Tarp gegen und da muss man ja ein bisschen vorsichtig sein. Wenn man ganz auf Nummer sicher gehen will, kann man hier noch einen Socken rumlegen. Zufälligerweise habe ich auch einen mit.
Als nächstes legen wir die Außenseiten hier so rum, machen die an der Seite fest. Wenn man möchte, kann man sich den hier noch ein bisschen auf Spannung machen, aber muss man nicht unbedingt. Hat man nur hier wieder eine Leine, wo man rüber stolpert. Oder ich mache mir die oben am Baum an, dann ist nicht so ein Weg. Wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht, da habe ich ein bisschen mehr Spannung drin. Das natürlich auch zumachen, ne? Den darf ich nicht vergessen. Hier sind auch Daunen drin, deswegen darf man den nicht hier durch aufpusten, sondern muss die Luft von der Umgebungstemperatur nehmen, weil die Atemluft halt zu feucht ist, ne? Dauert gefühlte 100 Jahre, das Ding auszupusten. Ja, Kissen brauchen wir natürlich auch, von der gleichen Marke wie die Liegeunterlage. Ja, perfekt. Kleines Packmaß kann man überall mit hinnehmen, auch auf Reisen oder im Auto oder so. Ja, schon oft benutzte Dinge. Selbst zum Baden kann man die nehmen. Perfekt. Schlafsetup fertig. Also sieht das Ganze dann von Weitem aus. Ist auf einmal gar nicht mehr so groß, wie es vorher war, mit den, als man es auf den Boden gelegt hat. Ja, der Baum hier ist mein umfunktionierter Kleiderspender. Damit mir die Fliegen und die Mücken nicht so auf den Sack gehen, habe ich diesen kleinen Apparat hier noch. Da macht man so eine kleine Pads rein und da ist eine kleine Gasflasche drin. Und wenn man das anmacht, dann vertreibt das die Mücken in der Umgebung.
Schranke hat wie die Hölle gebrannt und auf einmal ist er aus und alle. Naja, mache ich das hier am Feuer weiter. Ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen. Und jetzt gibt es eine leckere Pfanne. Ja, was habe ich eigentlich gekocht? Ich habe Schalottenzwiebeln reingemacht, ein Stück Rind, ein bisschen Knoblauch, Paprika, Tomaten, Pilze und Spargel. Auch sehr lecker. Ja, es ist mittlerweile 23 Uhr. Ich werde das Feuer noch ein bisschen ausklingen lassen. Und dann gehe ich auch ins Bett. Wenn euch das Video gefallen hat, ne, ihr wisst ja, drückt den Like-Button und abonniert den Kanal, wenn ihr kein weiteres Video verpassen wollt.